Der Film spielt in Norwegen, in einer kleinen Gemeinde, die sich tief im Wald befindet. Angesichts der Isolierung gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, etwas Spaßiges zu unternehmen. Wir lernen kennen ein Mädchen mit dem Namen Alma. Angesichts ihres Alters sprühte ihre sexuelle Energie und oft rufte sie bei Hotlines an. Eines Males hat sie sich dabei sogar selbst befriedigt, doch das wurde von ihrer Mutter unterbrochen, indem sie nach Hause gekommen ist. Sie fand das Telefon auf dem Boden, doch Alma hatte ihre Ausrede schon bereit. Danach geht sie mit ihrem Hund auf einen Spaziergang. Da lernt sie einen Jungen kennen, mit dem Namen Arthur. Er ging auch auf ihre Schule und war da sehr beliebt. Es dauerte nicht lange, bis Alma anfing, über ihn zu fantasieren. Sie stellte sich vor, wie er zu ihr nach Hause kommt, sich in ihr Zimmer schleicht, wo sie beide dann intim sind. Jedoch war die Realität komplett anders. Während ihres Spazierganges haben sie kaum geredet. Eine Zeit danach tauchen ihre zwei Freundinnen auf, Ingrid und Sarah. Alle drei stiegen in den Schulbus und fahren zu dem Unterricht. Ein paar Tage danach wurde eine Party organisiert. Es war ziemlich sicher, dass auch Arthur da sein wird. Also beschloss Alma, ein besonderes Kleid anzuziehen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Die ganze Zeit stellte sie sich mit ihm vor. Die drei Freundinnen kamen auf die Party. Die ganze Zeit haben sich Arthur und Alma beäugt. Und natürlich, das machte sie überglücklich. Sie beschloss sich, ein Bier zu nehmen und nach draußen zu gehen. Kurze Zeit darauf schließt sich ihr Arthur an. Ohne Scham zog er sich die Hose runter, was sie nicht störte. Es gefiel ihr sogar. Sie ging auf die Toilette, um sich wieder mal selbst zu befriedigen. Als sie rauskam, ging sie zu ihren Freundinnen und erzählte ihnen, was passiert ist. Sie glaubten ihr nicht und meinten sogar, dass sie das geträumt haben muss. Arthur kam dann auch zu ihnen, woraufhin Ingrid fragte, ob es wahr ist, dass er sein Geschlechtsorgan Alma gezeigt hat. Arthur beneinte es und sie glaubten ihn, weil er ja der beliebteste Junge auf der Schule war. Am nächsten Morgen kam Ingrid zu Alma. Sie redete verführerisch mit ihr, während sie sich Lipgloss auf die Lippen auftrug. Dann fingen die beiden sich zu küssen. Wir finden heraus, dass sich Alma das alles mal wieder eingebildet hat, worauf Ingrid wütend von ihr geht. Am nächsten Tag in der Schule wussten alle, dass Alma über ihr Treffen mit Arthur gelogen hat. Niemand hat ihr mehr geglaubt. Und dann fingen alle an, sie auszulachen. Sogar ihre zwei Freundinnen redeten nicht mehr mit ihr, was dazu führte, dass Alma komplett ausgeschlossen war. Sie beschloss, sich nicht runterzukriegen. Sie fing sogar an zu rauchen, damit sie mit all dem, was passiert, klarkommt. Eines Tages beschloss sie, früher aus dem Bus zu steigen und weiter zu Fuß zu gehen. Arthur stieg auch aus dem Bus. Sie fingen an zu reden und er sagte ihr, dass er sie wirklich liebt. Danach gehen sie beide zu ihr nach Hause, wo sie intim sind. Auch dieses Mal war das alles nur Almas Vorstellung und nichts davon war wirklich passiert. Das geschah an einem Tag, an dem in der Schule ein Treffen organisiert wurde, auf das sie niemand eingeladen hat. Sie versuchte wieder, sich in die Gruppe einzufügen, doch niemand beachtete sie. Sarah beobachtete die Situation von der Ferne. Sie fing an, sich schlecht zu fühlen wegen all dem. Sarah hatte auch seltsame Gewohnheiten. Wir finden heraus, dass sie oft Briefe geschrieben hat an Männer, die im Gefängnis auf ihre Hinrichtung gewartet haben. Während sie ihren Brief in den Briefkasten wirft, nähert sich ihr ein Junge. Er heißt Kay Jordan. Er war schon immer in sie verliebt, doch Sarah zeigte nie Interesse an irgendeinem Jungen. Wir gehen zurück zu Alma. Ihre Mutter war sehr wütend wegen der Telefonrechnung, die enorm groß war. Sie fragte Alma, wen sie so viel angerufen hat. In Anbetracht der Höhe der Rechnung musste Alma ihr die Wahrheit sagen. Sie hatte keine andere Wahl. Der Streit eskalierte. Alma versprach ihrer Mutter, dass sie für die Rechnung zahlen würde.
Danach treffen sich Sarah und Talma. Sarah sagt ihr, dass sie weiterhin Freunde sind, doch dass sie mit ihr in der Schule keinen Kontakt haben wird. Nach einiger Zeit hat Talma einen Job als Verkäuferin bekommen. Statt Arthur fantasierte sie jetzt von ihrem Boss. Die Lüge von Arthur hat ihr viel Ärger bereitet. Also entschied sie sich, mit ihm zu reden, doch er blieb komplett kalt zu ihr. An dem Tag hat eine Klassenkameradin Einladungen zu ihrem Geburtstag verteilt und Talma war natürlich wieder ausgeschlossen. Auf der anderen Seite kamen sich Sarah und Jordan näher. Er hat sogar ein Lied für sie geschrieben. Zurück in dem Laden bemerkte Alma, dass sich ihr Boss komisch verhielt und sie stellte fest, dass ihm Ingrid alles erzählt hat. Als er den Laden verlässt, fing sie an, das Regal mit den Magazinen zu säubern, wobei sie auf ein Magazin für Erwachsene stieß. Während sie das Magazin genießt, kam Sarah vorbei, die ihr sagt, dass es ihr gefiel, mit Jordan Zeit zu verbringen. Darauf wirft Alma das Magazin in die Tonne und widmet sich Sarah. Am nächsten Tag brang ihr Boss den Müll raus und fand das Magazin in der Tonne. Er rief sofort ihre Mutter an, um ihr zu sagen, was passiert ist. Sie sagte ihm, dass ihre Tochter psychische Probleme hat und dass er ihr deswegen nicht kündigen sollte. Auf der Schultoilette ging Sarah zu Alma und gab ihr den Rat, sich Arthur zu stellen und die Sache ein für alle Male zu klären. Ansonsten würde sie die Sache ihr ganzes Leben plagen. Auf der anderen Seite hat Ingrid herausgefunden, dass sich Sarah immer noch mit Alma trifft und sie war sehr wütend, wie sich Ingrid deswegen benahm. Sarah sagte ihr, dass sie sich mit Alma auch in der Schule vor allem treffen wird. Alma stand unter Druck und gab nach. Sie nahm das Telefon und rief an bei der Hotline. Der Mann auf der Leitung kannte sie. Sie erzählte ihm, dass sie das Gefühl hat, dass sie niemand liebt, was er nicht glaubte, und ihr sagte, dass es wenigstens eine Person geben muss, die sie liebt. Sie fühlte sich nicht gut und neben den Zigaretten verfiel sie auch dem Alkohol. Ihre Mutter brang ihren Freund nach Hause. Sie hörte, wie sie ihm sagte, dass Alma psychische Probleme hat und dass sie nur Sex interessieren würde. Danach beschloss sie, zu Fuß zu Arthurs Haus zu gehen, um mit ihm zu reden. Sie konnte nicht verstehen, warum er nicht gestehen wollte, was damals auf der Party geschehen ist. Seine Antwort war, dass er das nicht tun kann und dass er es nicht gestehen möchte, weil das seinen Ruf auf der Schule nur schaden würde. Das hat sie sehr verletzt und weinend ging sie von ihm. Sie saß sich in den Transport in die Stadt. In ihrem Kopf waren nur die Worte von dem Mann von der Hotline, dass es wenigstens eine Person geben muss, die sie liebt. Am nächsten Tag geht Alma zu Sarahs älterer Schwester Maria. Almas Mutter fing sich an, Sorgen zu machen, weil Alma letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Ihre Nachbarin sagte ihr, dass sie sie sah, wie Alma in die Stadt gefahren ist. Sogar ihre Nachbarin wusste über das Drama mit Alma und Arthur und erzählte ihrer Mutter alles. Alma erzählte Maria und ihren Freunden, was geschehen ist, und sie waren die, die sie unterstützt haben. Almas Mutter hat herausgefunden, wo sie ist, und am nächsten Tag ging sie, um sie abzuholen. Sie sagte ihr, dass alles in Ordnung sein wird und dass sie sich keine Sorgen machen muss. Sie erfreute die Nachricht, dass sie auf eine Klassenfahrt geht, und zwar nach Paris. In dieser Nacht tauchte Arthur vor ihrem Haus. Er entschuldigte sich bei ihr und sagte ihr, dass er sie wirklich mag, doch dass sie nie zusammen sein können wegen seines Rufes in der Schule. Diese Sache war endgültig geklärt. Am nächsten Tag schloss sich Alma und Sarah Ingrid an und die drei fortsetzten ihre Freundschaft. Als sie zu dem Eingang gekommen sind, wartete da auf sie eine Überraschung. Da stand Arthur mit einem Plakat, wo sein Geständnis drauf stand, und die ganze Schule hat das gesehen. Am Ende des Filmes sind Arthur und Alma sehr gute Freunde geworden und ihre Mutter heißt ihn willkommen in ihrem Zuhause.